Hallo, liebe UV-Leser, herzlich willkommen hier im Katastrophenschutzraum des Landkreises Vechta. Wir gehen rein. Wir sehen jetzt hier im Katastrophenschutzraum, der im Keller des Landkreises ist, den Stabsbereich. Das heißt also, wenn in einem Krisenfall, in einem Katastrophenfall sich die Leute hier zusammentreffen, sieht man hier, gibt es Computerarbeitsplätze für mindestens 24 Leute, die dann hier versuchen, die Sicherheit der Bürger so schnell wie möglich wiederherzustellen, Gefahren abzuwehren. Da gibt es ganz verschiedene Sachbereiche, die hier zusammenarbeiten. Das ist der Sachbereich Analyse, Lageanalyse, der Sachbereich Einsatzleitung, die Koordinierung von Einsatzkräften. Dann gibt es noch einen Sachbereich IT, also dass hier auch von der Computertechnik alles gut läuft. Ein Sachbereich Bevölkerungsinformation, also Pressearbeit in einem solchen Fall. Und wir können auch zu dem Team, was hier aus Kreishausmitarbeitern besteht, auch Experten mit dazu ziehen. Das sind sogenannte Fachberater. Das kann sein Polizei, technisches Hilfswerk, die Feuerwehr, Mediziner, Veterinäre, Rettungsdienste, die dann uns hier unterstützen können. Zum Glück wird dieser Raum die meiste Zeit nur für Übungen gebraucht. Katastrophen und Krisen kommen ja zum Glück im Landkreis Vechta nicht so häufig vor. Das letzte Mal wurde hier im Raum aktiv an einer Krise gearbeitet, als 1998 der Moorbach in Vechta über die Ufer getreten ist. Aber ansonsten werden hier so durchschnittlich zweimal im Jahr Übungen durchgeführt mit einem fiktiven, erdachten Szenario. Der Raum ist notstromversichert. Das heißt, wenn also die Stromversorgung im Landkreis Vechta unterbrochen ist, dann kann hier in diesem Raum auch weitergearbeitet werden. Im Namen der Kreisverwaltung wünsche ich allen Freunden der UV noch eine schöne Adventszeit, frohe Feiertage, alles Gute für das neue Jahr und viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten hier bei uns im Landkreis Vechta.